Leute, heute sind wir in Berlin bei Big Baba zu Gast. Big Baba. Ich freue mich, dich zu sehen in Berlin. Ich auch. Aber es ist größer als bei uns der Stadt auf jeden Fall hier. Ja, kannst du nicht vergleichen. Ja, kann man nicht vergleichen. Es ist echt groß. Ja. Da gibt es viel Auswahl. Ne? Ich hoffe, ihr habt hier schon einiges gesehen. Einiges gesehen, siehst du ja meinen Bauch schon. Aber schöne Stadt, sehr belebend. Ja, aber glaub mir, ein paar Tage reichen nicht, um die Stadt zu sehen. Da brauchst du schon. Wir waren ja nur Kudam, Kotti, Motti schon da. Auch Kotti kann man gut essen. Ja, da war viel, ne? Viel Food-Dinger auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das ist dein Lieblingsdöner? Chicken-Döner. Chicken-Döner, Lieblingsdöner, ja? Lieblings-Chicken-Döner. Isst du gern Chicken überhaupt so? Ja, wenn, dann nur hier. Nur hier? Ja, sonst esse ich normale Döner, ja. Aber Chicken nur hier bei Eddies. Chicken, in meinem Fall ist Chicken nicht eigentlich. Aber ich würde es anders überzeugen lassen. Mal probieren. Es ist geil. Ist geil. Wie isst du den Döner gerne? Mit allem eigentlich. Alles rein. Gerne. Nur bei normalen, bei Kalbfleisch, Salat, Tomaten, Zwiebeln mehr nicht. Okay. Aber bei den Gemüse, weißt du ja, da muss man schon in Berlin ist Rotkohl. Was für Rotkohl? Also haben wir auch. Ja. Aber haben wir 10 Jahre nicht gehabt. Danach haben wir irgendwann mal Rotkraut mit reingebracht, weil alles wollten wegen der, wie heißt das, diese säuerliche. Ja, genau. Ist geil. Du magst das, ne? Ja. Aber bei den meisten Chicken Döner haben keinen Rotkohl. Haben nicht, ne? Hier bei dem esse ich meistens nur Fleisch mit Käse und Zwiebeln. Boah, wird auch eine gute Mischung sein. Also ich esse den immer so. Ich würde auch so essen und wie du, glaube ich. Schmeißt er immer so aufs Fleisch noch so Gewürze. Mhm. Bei mir ohne Gewürze. Ach so, so Sumak oder was? Ja, der macht da so eine Gewürzmischung. Ich glaube Thymian, irgendwas. Ich liebe es natürlich, wenn mit Messer geschnitten wird. Ja, ja, ist anderer Saft. Ist anders. Gehst du in Läden rein, wo kein Messer? Nee. Gibt's auch, ja, die machen dann mit der Gerät. Der Gerät, der ist neu, oder? Bei allen, bei uns dagegen. Ja, ist neu, ist schon älter, aber es kommt langsam mehr. Barbie, bei uns unsere drei ohne Gemüse, ja? Drei ohne Gemüse. Ja. Okay. Big Babas Empfehlung, Leute. Mal schauen, ob es schmeckt. Ja, das, ja ich, dann wird auch weniger Fleisch, mehr Gemüse. Ah, Taktik. Nicht abgucken, Leute. Heute scharf. Alle drei Kräuter und mach einen mit Knoblauch. Und Knoblauch muss ich auf jeden Fall. Okay, dann einen komplett. Mach den komplett. Komplett Soße, komplett. Knoblauch muss. Bei dir auch Knoblauch muss? Nee, ich kann auch ohne. Mach alle. Alle? Mach, oh. Alle. Limette, nicht Zitrone? Nee, Limette. Limette, oh. So, das ist der erste. Lass es schmecken. Alles, Baba. Krass aus. Krass, ne? Nicht wie letztes Mal. Dankeschön. So. Dankeschön. Oh. Saftig. Das letzte. Kräuterscharf, Abi. Danke. Hast du angefangen zu essen? Nee, ich hab noch Fleisch probiert. Ja. Jetzt ist natürlich mächtig, ne? Mächtig, warum so mächtig? Mit Kamera auf einmal ganz anders, ne? Mit Kamera anders? Du, oder ohne Kamera? Willkommen in Berlin. Wir kommen in Berlin. Ab jetzt noch mit Kamera rumlaufen. Mhm. Aus Prinzip einfach. Die Kamera muss nicht mal an sein, einfach so nur so tun. Also so hätte ich ihn gemacht. Das ist dein Geschmack. Schwerer zu essen als bei uns, oder? Das ist so. Ich muss das zusammenpressen irgendwie, das ist ein Döner. Ja. Hoppa. Aber so hast du richtig die Soßen, das Fleisch. Kommt gut durch. Wenn jetzt frittierte Gemüse noch mit dabei wäre und Salat voll, wäre weniger Fleisch, hört mir also. Wer es mag. Aber es ist kein Gemüsedöner mehr, oder? Das ist ein Chicken-Döner. Ich bin nicht so der Gemüsedöner-Fan, Chicken-Döner. Ich habe ja auch dem Marius gesagt, wo wir in Hannover waren. Das ist Gemüsedöner, gell? Die ganzen frittierten Sachen schmeckt mir nicht. Ja, auch nicht. Wir genauso. Marius-Fan? Ja, ja. Hoppa, schmeckt's? Ja. Das ist gut sehen, Fleisch. Ist auch Schärfe drin, ne? Dieses. Guck mal. Brennt. Die meisten Chicken Döner in Berlin. Mhm. Unten ist alles Öl, Trieb. Ja, ja, ja. Gar nicht. Gestern war es aber auch so. Bei dem anderen, aber bei den Soßen, glaube ich, oder? Ja, ja. Aber er sagt, hier sind auch Soßen drin. Das ist hart, war scharf gerade. Ja? Viel schärfer als heute, nicht? Kann ich Pulver drum machen lassen. Irgendwie merkt man keinen Pulver gehabt. Echt? Also Ding, man kann auf jeden Fall noch essen, aber das Ding schon sehr scharf. Ja. Für Allmann ist scharf, für uns.
Aber bei mir gar nicht. Echt nicht? Mhm. So, wieso auf einmal doppelt so viel Fleisch kommen wir? Kameraden. Ist schon witzig. Na, ich habe bestimmt vorhin komplett genommen. Ja. Ich sag ja. Salat drin, alles. Stell dir mal vor, er würde jetzt noch alles reinmachen. Das würde platzen, könntest du gar nicht essen. Das mache ich sogar so. Also wenn einer nur Fleisch will, dann müssen Salat, muss auch mehr Fleisch reinlegen. Automatisch. Aber machst du nicht solche Kunden, gell? Wenn einer nur Fleisch nimmt, das ist echt schwer für mich. Weil das Fleisch ist der teuerste an den ganzen Döner. Und dann muss ich da mehr reinmachen, aber die Kunden halt bringen mir das wie Geld ein. Salat bringt mir mehr Geld ein. Und mein Fleisch ist ja teuer, das ist krass. Wenn bist du ehrlich. Aber manche essen halt nur. Viele Kinder essen nur Fleisch und Soße. Und das Gute ist ja, der eine nimmt ja dann nur Fleisch, selten, deswegen. Ist okay. Wenn er reinkommt, sagt er, ich will mehr Zwiebel haben. Ich mach drauf. Also warum? Nächste sind ohne Zwiebeln. Kann man gerecht sein, also. Also sogar Leute, die Zwiebel extra abziehen, bei manchen Leuten. Ja. Bei mir in der Gegend. Schon krass, oder? Dann, ey, sag ich einfach, spinnt ihr wohl? Hab ich noch nie gehört. Ja. Hab schon gehört. Noch nie gehört. Soße muss dabei sein, weil ohne Soße könnte es sein, dass es zu trocken ist. Ja, bei Hähnchen, oder? Aber Soße auch sehr harmoniert mit dem ganzen Fleisch, der Zwiebel, das ist echt gut getroffen. Sogar mir schmeckt der gut. Nur so. Ich will nicht zu viel versprochen, auf jeden Fall. Das ist schon mal richtig. Ja, das ist gut. Was feierst du am meisten in Berlin? Welchen Döner, so, wo dir auch zusagt? Zurzeit macht Hamdi Baba starken Döner, aber nur der in Schöneberg. Zurzeit sehr, sehr stark. Die machen auch eigene Brot, geile Soßen. Was für Fleisch haben die? Hack. Hack. Aber lecker. Aber Berlin, Hack ist schon, ne? Ist anders. Mevlana auch gleich daneben. Ist auch krass. Immerhin müsstest du auch probieren, auch gleich daneben. Immerhin, ja, sagen auch viele, haben viele gesagt. Wir waren ja bei Dings, sogar die Polizei hat gemeint, ey, geh zu Eddünyas. Bei Pamphila waren wir. Die Polizei sagt zu mir, ey, geh mal bei Eddünyas. Ist Istanbul-Style. Viereckiger Spieß, auf Waage. Aber ich bin nicht so, ich mag Lamm. Lamm, ach so. Aber nicht, wenn es zu intensiv schmeckt. Ja, ja. Also, mir gefällt er nicht. Aber bei Pamphila war das dieses Fleisch, oh, Kaltfleisch. Der war auch der Fikri, war auch sehr, sehr nett. Er hat uns mal knusprig gemacht. Der muss von dir kommen, glaube ich. Der hat knusprig gemacht vielleicht. Papilla ist Tellerbombe. Ist krass, ja. Weißt du, an wen er mich immer erinnert? Wen? Kennst du Karate-Tiger 1? Ja. Kein Rückzug, kein Aufgeben, Jason. Ja, kenn ich, ja. Da gibt's noch den Dicken, der immer frisst. Aha. Wenn es an mich geht, werdet ihr nicht hungern. Haltet euch an mich und ihr werdet nicht hungern. Hungern, ja. Den Film gucken wir mal, Karate-Tiger 1. Kennst du den? Du kennst dich Karate-Tiger? Nein, der hat einen anderen Jahrgang. TikTok-Jahrgang. Ich guck keine Filme. Guckst du noch Fernsehen, sag mal ehrlich. Karate-Tiger ist das hab ich, ja. Legendenstatus. Wir haben sogar gewartet auf die Filme, dass wir gucken könnten überhaupt. Du kennst nicht Karate-Tiger? Jason, kein Rückzug, kein Aufgeben? Danke, lieber Gott, dass ich in den 90ern und 80ern aufwachsen durfte und nicht so verloren bin wie die Jugend heutzutage. Die Jugend ist sehr verloren. Ja, sagt er selber sogar. Gestern haben Danke, lieber Gott. Gestern haben wir das mal wieder gesehen. Ist echt verloren. Berliner Kluft, ganz schlimm. Ist ja fast wie Straßenstrich. Pulp Fiction, kennst du? Pulp Fiction? Auch nicht. Ich guck gar keine Filme, wirklich. Scarface, Tony Montana, Der Pate. Na, das kennst du, oder? Gehört. Tony Montana kennst du. Aber auch nicht geguckt, nur gehört. Mal gucken, alles. Wir haben mir so viel von dieser scharfen Soße reingeballert, ne? Zu viel scharf? Oh, bricht das Hand bei dir. Du warst zu langsam, Marius. Aber Teletubbies kennst du, ja? Ja, ja. Die kennst du, ja. Teletubbies, korrekt. Warum frage ich? Guck ich jeden Tag. Ja. Aber ey, die wir kennen, ja? Die er kennt, kennen wir nicht. Gestern ein paar Jungs da gewesen, die haben 1-2 Millionen Follower. Ich kenn die gar nicht. Ich kenn die gar nicht. Ja, diese Follower-Geschichten. Mhm. Wie alt bist du? 23. Alter. Aber mach schon satt, Alter. Zu viel, ey, bei mir. Das war schon. Ja, schon ja, haben wir auch gerade schon gegessen. Ich bin knockt. Teller. Das ist gleich der Teller.
So, Bilal, aber. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. War sehr gut. Ja. Aber ich hätte dir gerne lieber richtige Döner gezeigt. Ja, beim nächsten Mal hoffentlich. Kein Problem. Soll ich auch nächstes Mal einen richtigen Döner zeigen in Frankfurt? Sehr gerne. Es gibt keine Empfehlung mehr, glaube ich, oder? Nach den Empfehlungen. Aber nächstes Mal, wenn wir in Frankfurt sind, gehen wir vor Ort direkt die scharfe Soße essen. Machen wir, ja. Ich bin dabei auf jeden Fall. Weil letztes Mal war Betrug irgendwas. Betrug? Ja. Denkst du? Aber ey, mein Magen war so. Nein. Der hat gezogen die nächsten zwei Tage. Ja, aber das trotzdem dauert. War nicht so, hä? Nee. Ihr habt's gut. Kann er gar nicht betrugen. Der Typ hat uns. Der hat Mitleid mit mir gehabt, bestimmt. Hat gemeint, der arme Dönermann. Ja, ja. Der hat bestimmt. Nee, ansonsten genießt Berlin. Machen wir. Gutes Danke Essen. Dir noch mal. Ihr werdet lange nicht mehr so gutes Essen haben. Denkst du? Also. Aber Rhein-Main-Gut war auch gut, oder? Ich hab auch gut zu essen, so ist nicht. Aber hier ist halt, wie soll ich sagen? Aber ja, viele richtige... Zu viel Auswahl. Ja. Das ist sehr viel Auswahl so. Aber jetzt, guck mal, ich war jetzt drei Tage hier. Goldies, Baba. Da haben wir Pamphylia, Baba. Eddies, aber auch Baba. Burger Vision, kannst du auch noch mal testen. Burger Vision? Macht auch krassen Smash-Burger. Aber ey, wenn ich noch mehr esse, ich weiß. Ja, ich fang mal Training an jetzt, nächsten Monat, mal gucken. Gibt's auch geile Pizzaläden, gibt's auch geile Grill-Spießläden. Ey, wenn ich die lebe, wie wiege ich dann? Ah. Ich wiege jetzt schon 140 Kilo. Wenn ich dann noch 150. 200? Hier ist einmal Istanbul, Magenverkleinerung, alles weg. Ein paar Haare machen. Hast du schon mal dran gedacht? Ja, wir haben, aber Haare will ich nicht machen. Haare nicht? Ja. Aber Magenverkleinerung? Hab ich auch für nächstes Jahr. Wenn ich dies Jahr nicht packe, ich versuche auf normalen Weg zu sein, bei 140 Kilo. Weil letztes Mal wieder einen Kumpel gesehen, hab den nicht wiedererkannt. Innerhalb von 4 Monaten, er war so. Aber der steht einen auch nicht. Wenn zu. Nee, das sieht mal krank aus. Ja, genau. Das sieht doch mal krank aus. Aha. Auf jeden Fall Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, bis zur nächsten Folge. Peace.